Hallo Leute, herzlich willkommen bei Dance for Respect. Ich bin Sinan, das ist Rocky von Tom to Rock und heute haben wir wieder unsere Special Guest Elena mit dabei, als Salsa-Tänzerin heute. Elena, bevor wir loslegen, hätte ich mal noch eine Frage an dich und zwar, wie ist es dir ergangen in der Corona-Krise? Was hat das für dich bedeutet in Bezug auf Tanz und dein Leben? Es ist natürlich sehr schwierig, auch nicht nur für mich, sondern für alle Künstler. So viele Projekte sind ausgefallen. Und es freut mich sehr, dass so ein Projekt hier stattfindet, dass wir trotzdem irgendwas für ganz viele Kinder und Jugendliche machen dürfen und können. Und das ist natürlich sehr, sehr gut. Das ist das, was mir fehlt, dass ich das, was ich selber gemacht, getan habe und gelernt habe, dass ich das weitergeben kann. Was kannst du uns noch von dir erzählen? Hast du schon mal öfter Meisterschaften? Du kommst ja aus Russland, wie gesagt. Genau. Hast du irgendwelche Meisterschaften gemacht, Veranstaltungen? Genau, ja, wie gesagt, ich habe mit 7 Jahren angefangen zu tanzen und wir damals in Russland haben wir sehr, sehr viele Turniere getanzt für Standard und Latein und natürlich, das ist sehr, sehr große Erfahrung, was ich gemacht habe. Stell dir mal vor, ich bin ein 19-jähriges Mädchen, ich habe einen Tanzpartner und dann fahre ich 1500 Kilometer weit nur mit meiner Tanzlehrerin und ich muss alle meine Kleider vorbereiten, Make-up machen, meine Frisur machen, alles sauber halten, so alles selber dann im Hotel waschen und dann mich für den Turnier vorbereiten. Und ja, das finde ich auch sehr, sehr wichtige Erfahrung in meinem Leben. Das ist nicht nur, dass ich jetzt tanzen kann, sondern was für ein Mensch ich geworden bin. Sport und Disziplin und unser Trainings, diese Erfahrung mit Reisen, hin und her fahren, sehr viele Turniere tanzen, das ist natürlich unvergesslich und ich bin sehr, sehr dankbar, dass meine Eltern mich immer unterstützt haben und immer, wenn ich dann gesagt habe, ich will aber weiter, ich will weitermachen, ich will mich weiterentwickeln, ich will besser sein, als ich gestern war und das ist das, was mich immer motiviert hat. Egal, ob du verloren hast, musst du immer weitermachen und das ist natürlich immer, ich glaube, immer beim Sport. Und deswegen kann ich nur empfehlen für alle Eltern, wenn die Kinder tanzen wollen, Musik spielen wollen oder singen wollen, dass die Eltern einfach die Kinder unterstützen. Ja, das finden wir auch. Also das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig, dass man sich auch in der Familie in dieser Zeit, gerade jetzt auch mit Corona, sich gegenseitig unterstützt und auch nicht den Kopf hängen lässt. Versucht euch selber noch zu motivieren und so kommt ihr mehr und schneller an euren Ziel auch voran. Ja, und heute freuen wir uns umso mehr, weil heute kriegen wir eine ganze Salsa-Choreo. Eieieiei, da bin ich ja mal gespannt. Ich hoffe, also, das ist nicht allzu schwer, ne? Doch, natürlich. Ja. Okay, wir wünschen euch viel Spaß. Auf geht's. So, und jetzt machen wir unser Podium, was wir nur für euch vorbereitet haben. Und zwar, wir starten mit dem Grundschritt. Wisst ihr noch, wie das geht? Ja, ich denke, ja. So, wir machen zweimal Grundschritt nach vorne, zwei mit dem linken Fuß vorwärts. 1, 2, 3, 5, 6, 7 und nochmal. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Wir schließen, haben den linken Fuß frei. Wir gehen einmal nach vorne über Kreuz. 1, 2, 3. Füße schließen mit dem rechten Fuß vorwärts. 5, 6, 7. Genau. Unser Schritt auf 5 ist ein bisschen verzögert. Das machen wir ein bisschen langsamer. Also nochmal. 1, 2, 3 und langsam. 5, 7. Okay. Sehr gut. Nochmal von vorne, zweimal Grundschritt. Und 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6. Und jetzt. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Sehr gut. So, ab hier machen wir eine Rechtsdrehung. Und zwar mit dem linken Fuß vorwärts. Einmal schauen. Wir drehen. 2, 3 und 5, 6, 7. Okay. Zusammen. Und 1, 5, 6, 7. Sehr gut, wir verbinden alles zusammen ganz von vorne. Und 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Und jetzt über Kreuz. 5, 6, 7. Drehung. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Yes. Schau? Ja. Sehr gut. Nach der Drehung machen wir einen Slide. Erstmal nach links. Slide. Und kreuzen, nach rechts und kreuzen. Einmal zusammen mit dem linken Fuß. 1 und 3, 5, 6,
Einmal den Slide zusammen und nach links und kreuz, nach rechts und kreuz. Und ab hier machen wir den Grundschritt zur Seite und nach links, nach rechts, nochmal, nach links, nach rechts. Okay? Yes. So, alles zusammen von vorne. 5, 6, jetzt. Und Grundschritt. 1 und 2. Jetzt, überkreuz. 1, 2, 3, 5, 6, 7, Drehung. 1, 2, 3, 5, 6, 7 und Slide. Slide. Grundschritt zur Seite, zur Seite, zur Seite, zur Seite. Yeah. So, und jetzt machen wir das Ganze mit Musik. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Enrique Iglesias. Se me corta la respiración. Cuando tú me miras, se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. Es war auf jeden Fall was anderes, aber die Choreo hat uns echt mega Spaß gemacht. Und was kannst du sagen an die Kinder und Jugendlichen? Also ab welchem Alter kann man denn da mitmachen in dieser Choreo jetzt? In dieser Choreo, ich denke, ab so einem Alter, wo man schon läuft zum Beispiel. Das ist ja auf jeden Fall nicht. Also das heißt jeder, ja? Okay Leute, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet einfach nächstes Mal wieder ein, wenn es euch gefallen hat, wenn es heißt Dance for Respect.